Offenbar kehren zumindest einige Asylberechtigte zu Urlaubszwecken vorübergehend in jenes Land zurück, aus dem sie offiziell geflüchtet sind. Laut Recherchen der Welt am Sonntag reisten anerkannte Asylbewerber, die arbeitslos gemeldet sind, für kurze Zeit in Länder wie Syrien, Afghanistan oder den Libanon. Anschließend seien sie wieder nach Deutschland gekommen. Eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit bestätigte gegenüber der Welt, Zitat, es gibt solche Fälle. Offizielle Erhebungen lägen dazu aber nicht vor. Auf Anfrage der Zeitung weist das Bundesinnenministerium auf europäische Regeln hin, wonach Reisen in den sogenannten Verfolgerstaat nach einer Einzelfallprüfung zur Aberkennung des Schutzstatus führen können. Flüchtlinge machen Ferien, wo sie angeblich verfolgt werden und um ihr Leben fürchten müssen. Asylberechtigte kehren für den Urlaub in das Land zurück, aus dem sie ja offiziell geflüchtet sind. So lauten aktuelle Zeitungsschlagzeilen vom Wochenende. Flüchtlinge reisen in das Land zurück, aus dem sie geflohen sind. Naja, man muss das so verstehen, dass eben, bleiben wir jetzt mal bei Syrien. Ganz große Teile von Syrien sind vom Krieg nicht betroffen. So, und die können natürlich dorthin zurückreisen. Die sind ja teilweise eher dann auch vorsorglich gegangen. Also die, die wirklich in den Kriegsgebieten sind, die schaffen es ja oft überhaupt nicht raus aus den Ländern. Und uns Flüchtlingshelfern ist diese Problematik schon länger bekannt, dass Flüchtlinge eben auch zurückreisen. Wir stellen uns immer so ein bisschen die Frage, woher das Geld kommt. Das ist sehr untransparent. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter, die wussten das, denke ich, auch. Die unterliegen allerdings der Schweigepflicht. Das heißt, die durften das auch nicht melden an Ausländerbehörde oder Bundesamt für Migration. Und das ist jetzt keine neue Entwicklung, sondern das ist einfach eine Entwicklung, die jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wie ist es denn zu bewerten? Denn ein Teil vom Asylanspruch ist ja, dass man um Leib und Leben fürchten muss, also politisches Asyl beantragt. Meine Frage ist jetzt, oder viele stellen sich die Frage, erlischt denn nicht der Anspruch auf das Asyl, wenn ich ja anscheinend ungefährdet in das Land zurückkehren kann? Also es gibt eigentlich fast nichts, was unseren, den Asylanspruch zum Erlischen bringen würde. Sie können hier in Deutschland Menschen umbringen und haben trotzdem das Recht auf ein Asylverfahren. Das ist genauso. Sie können natürlich in das Heimatland zurückreisen. Klingt übrigens erstmal befremdlich, wenn ich das mal so erwähnen darf. Ja, ist aber so. Es ist so. Sie können heute hier herkommen, können Asyl beantragen, bringen jemanden um und haben trotzdem das Recht darauf, hier das Asylverfahren, dass das abgewickelt wird. Das ist definitiv so. Keinerlei Straftaten dürfen einen Einfluss auf das Asylverfahren haben. Jetzt sagen Sie, wir schaffen das nicht und das mit einem Ausrufezeichen. Ja. Und Sie sagen genau das Gegenteil von dem, was unsere Kanzlerin behauptet. Die Flüchtlinge, die jetzt hierher kommen, die sind gekommen, um zu bleiben. Und da muss ich doch erstmal definieren, was schaffe ich denn überhaupt? Aber gekommen, um zu bleiben, ist ja die Frage da auch für Wohnraum für Flüchtlinge zum Beispiel. Ganz konkretes Thema, was läuft da denn so groß schief? Naja, man muss überlegen, also dass die Mieterverbände 2012, und da haben wir noch nicht an eine Flüchtlingskrise gedacht, schon Alarm geschlagen haben und wir bereits 2012 825.000 Wohnungen zu wenig hatten. So, jetzt sind mittlerweile Millionen Menschen hier. Der Familiennachzug ist ja in vollem Gange, auch wenn da keiner großartig drüber redet. Es ist aber so. Das heißt, es kommen jetzt noch ein paar Millionen hinzu. Man müsste eigentlich bis zum Jahr 2020 jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen. Möglichst günstigen Wohnraum, denn die meisten Flüchtlinge werden hier erstmal kein Geld verdienen. Aufgrund, ne, die Zahlen der Arbeitsagentur haben ja besagt, knapp 80% haben eben keine Berufsausbildung, teilweise nicht mal einen Schulabschluss. Also nicht so gut qualifiziert, wie es am Anfang erstmal gesagt wurde. Genau, wie man es so gesagt hat, das ist ja jetzt, ist ja durch Zahlen belegt, dass es eben nicht so ist. So, man müsste also 400.000 neue Wohnungen bauen, jedes Jahr bis ins Jahr 2020. Erstaunlich aber, obwohl wir 2015 schon die Flüchtlingskrise hatten, ist, dass auch in 2016 kein Geld für sozialen Wohnungsbau in unserem Haushalt berücksichtigt wurde. Das andere ist aber auch einzufordern, wenn Menschen zu uns kommen, dass sie sich mit unserer Kultur auseinandersetzen und möglicherweise auch die Sprache kennen. Wenn Sie jetzt Menschen vor Ihrer Abreise in Ihrem Land treffen könnten, Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Deutschland sind, was würden Sie diesen Menschen mit auf den Weg geben? Also das Erste, was ich Ihnen erklären würde, ist, dass Sie hier eben kein Haus bekommen, denn das ist ja so dieses größte Märchen, was dort rumgeistert. Dass sie hier einfach erstmal eine harte Zeit erwartet, dass sie hier untergebracht sind mit vielen, vielen Menschen in einem Raum, den sie nicht kennen, und dass das für lange Zeit erstmal ihr Zuhause sein wird. Denn die dürfen ja nicht gleich in private Wohnungen ziehen, ganz abgesehen davon, dass wir die Wohnung auch gar nicht haben. Und das ist eine Entwicklung, die ich immer wieder beobachte. Die Menschen kommen unter total falschen Voraussetzungen hierher. Und genau deswegen sagen Sie, wir schaffen es nicht. Vor einem Jahr hat unsere Bundeskanzlerin gesagt, wir schaffen es. Katja Schneid schreibt in ihrem Buch, wir schaffen es nicht, seit 20 Jahren Flüchtlingshelferin ehrenamtlich in Deutschland. Vielen Dank für den Besuch. Afrikanische Flüchtlinge als Devisenbeschaffer Eritrea machen Urlaub im Heimatland. Von Nancy McDaniel am January 2017.
Offenbar sind Flüchtlinge für das afrikanische Land Eritrea willkommene Devisenbeschaffer. Wie die Basler Zeitung berichtet, reisen nicht wenige Eritreer, die in der Schweiz Flüchtlingsstatus haben und hier Sozialhilfe beziehen, regelmäßig in ihr Heimatland, und das, obwohl sie nach abgewiesenem Asylantrag derzeit keinesfalls in ihr Land zurückgeschafft werden können. Gemäß der schweizerischen Flüchtlingspolitik sind sie dort an Leib und Leben bedroht. Diese Gruppe Eritreer wurde am 9. Oktober extra von Rom nach Schweden geflogen, um Italien zu entlasten. Nun verkünden Schwedens Regierende, dass sie so nicht weitermachen können. Männer, Frauen, gar ganze Familien aus Eritrea leben als vorläufig aufgenommen in der Schweizerisch. Sie können nicht abgewiesen werden, weil sie in ihrem Land an Leib und Leben bedroht sind. Nach Recherchen der Basler Zeitung reist ein Großteil von ihnen trotzdem zum Urlaub in das afrikanische Land, mit Reiseausweisen, die Schweizer Kantone auf Bitten der Flüchtlinge ausgestellt haben. Direktflüge von Zürich gibt es nicht. Die Reisenden machen Zwischenstationen in Istanbul. Von dort würden sie in die sudanesische oder äthiopische Hauptstadt weiterfliegen und dann weiter mit dem Bus in ihr Heimatland reisen, berichtet die Basler Zeitung. Auf diese Weise sollen täglich bis zu 50 Personen die Schweiz verlassen. 4 von 5 Eritreern in der Schweiz beziehen Sozialhilfe. Dieser ist offenbar so großzügig bemessen, dass es vielen möglich ist, damit in ihre Heimat zu reisen, schreibt BATZ. Da es keine Direktflüge gibt, sei schwer festzustellen, wer über ein Nachbarland nach Eritrea reise, sagte bisher das Staatssekretariat für Migration, SEM. Es würde sich nur um wenige Personen handeln, die so den Asylstatus missbrauchen würden. Rund 20 Verdachtsfälle würden jährlich überprüft werden, nach neuesten Hinweisen sei das aber weniger als halb so viel, wie im Sommer täglich allein ab Zürich in den Sudan fliegen würden. Tausende bewilligte Auslandsreisen jährlich. Am Wochenende wurde nun bekannt, dass 2016 nur bei 6 Verfahren der Asylstatus aberkannt wurde, und das, obwohl jedes Jahr tausende Auslandsreisen bewilligt werden, so BATZ weiter. Zwischen 2010 und 2014 wurden gesamtschweizerisch 46.213 Gesuche für Auslandsreisen von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylbewerbern eingereicht und fast vollständig bewilligt. Davon fallen rund 15.000 auf Eritrea. Alles bloß Einzelfälle. Diese Erkenntnisse sollen bereits letzten Sommer bei der Zürcher Volkspolizei und von dort zum SP-Regierungsrat und Sicherheitsdirektor gelangt sein, der wiederum informierte das kantonale Migrationsamt. Der dortige Chef bat in Bern erfolglos um weitere Abklärungen, es sei schwierig, den Missbrauch nachzuweisen. Die Eritreer würden neben den von der Schweiz ausgestellten Dokumenten die heimatlichen Reisedokumente benutzen, so die Auskunft der Bundesbehörde gegenüber dem Zürcher Migrationsamt. Flüchtlinge als Devisenbeschaffer. Im Klartext bedeutet das nichts anderes, als dass die Eritreer, die beim Asylverfahren keine Dokumente vorweisen konnten, plötzlich wieder heimatliche Pässe haben. Entweder haben sie diese den Schweizer Behörden unterschlagen, oder haben anderswo neue Papiere erhalten. Die NZZ am Sonntag deckte bereits vor 3 Jahren auf, dass die eritreische Vertretung in der Schweiz bei der eritreischen Diaspora in Europa nicht nur Steuern für das Heimatland eintreibt, sondern auch gleich Reisen nach Eritrea organisiert. Flüchtlinge sind für das Land willkommene Devisenbeschaffer. Nach Angaben von BATZ sei aber selbst das SEM mit der Situation nicht zufrieden und wolle dem Problem auf den Grund gehen. Seit 2014 soll es in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum einen Migrationsadache geben, genau dort, wo die Eritreer bei der Heimreise aus dem Flugzeug steigen. Dieser soll die Passagierdaten bei den Airlines herausfinden, die Fluggesellschaften verweigerten aber bisher die Auskunft. Inzwischen will die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments die Angaben genauer prüfen. Zusätzlich gehe die Aufsicht über Bundesrat und Bundesverwaltung schon dem zu Beginn des Jahres bekannt gewordenen Bericht der EU-Diplomaten nach, die ein ganz anderes, weniger dramatisches Bild über die Lage im Land zeichnen, als es der Bundesrat bei jeder Gelegenheit verbreite, so die Basler Zeitung. http://www.epochtimes.de/politikwelt Afrikanische Flüchtlinge als Devisenbeschaffer Eritrea machen Urlaub im Heimatland. Foto Andreas Olarovke Images. Eine Gruppe Eritrea auf einem Flughafen. Foto Andreas Olarovke Images. Mehr zum Thema. Mitarbeiterin zeigte 300 Asylsozialbetrüger an, gegen den Willen der Aufnahmebehörde. Kein Ende der Flüchtlingskrise. BAMF rüstet sich für Ansturm von Klimaflüchtlingen aus Afrika. Merkel schlägt neue Töne in Flüchtlingskrise, ein Angriff auf unsere Außengrenzen.
nach Reisen in den sogenannten Verfolgerstaat nach einer Einzelfallprüfung zur Aberkennung des Schutzstatus führen können. Flüchtlinge machen Ferien, wo sie angeblich verfolgt werden und um ihr Leben fürchten müssen. Asylberechtigte kehren für den Urlaub in das Land zurück, aus dem sie ja offiziell geflüchtet sind. Offenbar kehren zumindest einige Asylberechtigte zu Urlaubszwecken vorübergehend in jenes Land zurück, aus dem sie offiziell geflüchtet sind. Laut Recherchen der Welt am Sonntag reisten anerkannte Asylbewerber, die arbeitslos gemeldet sind, für kurze Zeit in Länder wie Syrien, Afghanistan. Dorthin zurückreisen. Die sind ja teilweise eher dann auch vorsorglich gegangen. Also die, die wirklich in den Kriegsgebieten sind, die schaffen es ja oft überhaupt nicht raus aus den Ländern. Und uns Flüchtlingshelfern ist diese Problematik schon länger bekannt, dass Flüchtlinge eben auch zurückreisen. Wir stellen uns immer so ein bisschen die Frage, woher das... So lauten aktuelle Zeitungsschlagzeilen vom Wochenende. Flüchtlinge reisen in das Land zurück, aus dem sie geflohen sind. Naja, man muss das so verstehen, dass eben, bleiben wir jetzt mal bei Syrien, ganz große Teile von Syrien sind vom Krieg nicht betroffen. So, und die können natürlich... Dann oder den Libanon. Anschließend seien sie wieder nach Deutschland gekommen. Eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit bestätigte gegenüber der Welt, Zitat, es gibt solche Fälle. Offizielle Erhebungen lägen dazu aber nicht vor. Auf Anfrage der Zeitung weist das Bundesinnenministerium auf europäische Regeln hin, wo